Ein unglaubliches Video zu Orange der Rainbow Friends erwartet uns. Und Leute, also das wird auf jeden Fall richtig wild, denn es geht darum, dass dieser Orange in Real Life sehr, sehr geil dargestellt wurde. Ich muss es euch zeigen. Lasst Like da, wenn ihr sowas feiert. Viel Spaß und wir gehen rein. Wir sind hier auf dem Kanal von Jack Creator und wie ihr sehen könnt, er macht immer so eine Zeichnung aus dem Zeichentablet, wie er diese Kreatur, also in dem Fall Orange, machen würde. Der macht die gleich aus so einer richtigen Skulptur, also völlig crazy. Und das ist jetzt sozusagen sein, naja, Vorbild. Ihr seht schon diese Kabel da, ne, wie er aus dieser Tür rausgesprungen kommt. Und er hat wieder die super Skulpturmasse hier am Start. Und da sieht man halt, wie gut er damit auch umgehen kann, ne? Und dieses Vorstellungsvermögen, was er hat. Man muss schon sagen, das, was der da raushaut, ist richtig heftig. Und wenn es gleich natürlich auf den Färbungsprozess geht, dann sieht es noch krasser aus. Wir haben schon ein paar Videos von den angeguckt. Okay, das sah gerade ein bisschen komisch aus, Leute. Ein bisschen sus. Wenn ihr genau wisst, was ich meine, einfach Hashtag sus in die Kommentare, dann wisst ihr, was ich... Also, dann sind wir auf einer Wave, ne? Auf jeden Fall haben wir schon Blue und Green angeguckt. Und ich fand Green bisher am besten. Der sah wirklich richtig heftig aus. Aber ich glaube, dass dieser Orange hier eine Menge Feintuning braucht. Wenn ich das jetzt schon so sehe mit den ganzen Zähnen und dass sie da so eingestanzt sind, das sieht auf jeden Fall schon danach aus, als würden wir hier sehr viel Arbeit vor uns haben. Und das soll jetzt erstmal das Maul sein sozusagen. Und das macht er natürlich jetzt, also bei dem ist es halt so, der hat richtig krankes Auge für Details. Also die Details, die der da rein integriert, das ist Wahnsinn. Guckt euch das an, ne? Genau das, auch die Haut, so wie das dann aussieht. Das ist echt sehr, sehr big. Jetzt nimmt er wahrscheinlich noch das Auge so ein bisschen raus, muss dann eine fette Kugel reinpacken, genau. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch. Und da kommt sogar noch dieser Ring, so diese Einfassung, ne? Ich sag ja, Leute, ich verspreche euch nicht zu viel. Der hat wirklich richtig Potenzial. Beide Augen sind jetzt dran. Das ist jetzt fertig. Jetzt macht er natürlich den Körper irgendwie. Und man sieht schon so, diese Riffel sorgen dafür, dass das so aussieht, als würde man seinen Brustkorb schon sehen, dass er so richtig abgemagert ist, ne? So monströs halt einfach ausschaut. Und dann auch natürlich diese kleinen Punkte hier rein. Dann kommt der Arm, die Klauen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der die Klauen gleich macht. Jetzt geht es natürlich erstmal noch weiter an den Körper. Auch die Muskelfasern und so macht er hier. Das ist... Was der drauf hat, müsste man eigentlich schon manchmal in einem Museum ausstellen, ne? Der könnte da echt gut arbeiten. Jetzt malt er das mit so einer, mit so einem Zeug über, dass er das Ding, glaube ich, verhärten kann. Das sieht man auch. Er packt das in so einen Ofen und dann wird das irgendwie erhitzt. Und dieses, was er da eben drauf gemacht hat, das schützt da so ein bisschen vor, dass die Knete da oder diese Masse da nicht kaputt geht. Jetzt natürlich die Krallen. Auch nochmal sehr, sehr nice, sehr detailreich. Und... sieht richtig gut aus schon, ne? Jetzt sind die Hände, glaube ich, auch schon mittlerweile getrocknet, so einigermaßen. Jetzt gehen die Füße daran. Die sehen jetzt irgendwie noch ein bisschen komisch aus, Leute, aber die werden gleich locker noch richtig krass. Ja, man sieht's schon. Ey, der Typ, Mann, der hat sowas drauf und mit was für einer Präzision der auch da dran arbeitet, ne? Sieht schon so ein bisschen aus wie so dieses Alien-Wesen von Alien vs. Predator. Da sieht man jetzt, dass er da reingepasst wurde, weil... muss ja natürlich auch irgendwie dann stehen oder liegen in dem Fall. Und er hat hier so eine Platte zum Drehen, damit man halt immer nochmal sein Gesamtwerk angucken kann. Das macht er später auch noch, wenn er das ganze Ding fertig gebaut hat, weil das wird jetzt in so eine Szene eingepackt. Jetzt geht er natürlich erstmal an die Färbung, dann wird das ganze Ding richtig lebendig. Und er fängt hier irgendwie so ein bisschen weiß an, malt das dann aber eher ins Rötliche über, dass es halt natürlich gruselig aussieht. Aber guck dir an, ne? Sein Maul richtig... richtig krass. Das sieht ein bisschen komisch aus, Leute. Ich sag ja, es ist ein bisschen sass, was der da macht. Ich hoffe, dass er das Ding abends nicht mit ins Bettchen nimmt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Er macht natürlich nur Spaß. Jetzt diese orangene Farbe. Müsste eigentlich schon einen guten Look geben, aber sieht mir noch nicht... Okay, das sieht schon richtig krass aus. Bro, heftig. Alter Schwede. Das Auge hat er so gut hingekriegt. Jetzt wird es halt noch ein bisschen monströs, das Auge. Macht da noch so ein bisschen drüber und wärmt es halt mit einer UV-Lampe, damit das ganze Ding aushärtet. Jetzt das Auge richtig auch leuchtet so, ne, im Licht. Jetzt kriegt dann auch natürlich die Fessel oben drauf. Er muss auf jeden Fall noch die Tür machen. Da bin ich mal gespannt, wie er das angehen wird. Die Kette kommt wahrscheinlich da an diese Fessel dran. Auch super heftig lackiert. Guck es an. Super heftig. Das sieht aus, wie durchgerissen, ne? Sehr, sehr geiles, also Detail für die Feinarbeit. Und wir können jetzt nochmal diese ganzen Farben in der Vielfalt sehen. Und die Augen, die sind mit Abstand das Gruseligste.
plus natürlich der Mund. Und das wird jetzt, glaube ich, die Tür, ne? Er knetet das Ding jetzt erstmal aalglatt zu einer Masse zusammen. Okay, das war wahrscheinlich irgendwie so fehlende, das waren die Teile, die wahrscheinlich übrig geblieben sind. Und er arbeitet hier immer ganz gerade mit Lineal und macht sich hier so ein paar Platten jetzt fertig. Aber warum? Das verstehe ich noch nicht ganz. Junge, das sieht so sexy aus. Einfach so, also geil, ey. Der kippt das jetzt hier so ein Stückchen und reißt es leicht ein. Das wird die Tür. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt hat er die Tür leicht eingerissen. Sehr, sehr gut gemacht. Die muss natürlich aber auch irgendwie noch halten. Ich weiß gar nicht, wie er die festkriegt. Das kann ich euch nicht sagen. Ich denke nicht, dass es so bleibt. Er wird die jetzt wahrscheinlich irgendwie noch aushärten müssen oder so. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Mit einem kleinen Pinsel macht er hier die Rückstände weg. Dann geht an der Seite sowas wie ein Türrahmen ran. Hier ist der Türgriff. Auf der Seite auch noch der Türgriff. Muss er natürlich auch auf gleicher Höhe platzieren. Macht sonst einfach keinen Sinn. Und auch hier, ne? Das meine ich mit Feinarbeit. Diese Muster da reingestanzt, plus dann noch diese kleinen Kerben für die Schrauben und so. Und daraus macht er jetzt wahrscheinlich die Tür, ne? Sieht schon sehr wild aus, sehr wild. Jetzt färbt er die Tür, denke ich mal noch. Ja. Blaue Tür und Rahmen müsste auf jeden Fall dunkelgrau werden, eher so metallic, würde ich sagen. Die Tür sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Denke mal, den Rahmen wird er wohl noch überfärben, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen. Hier. Was, oh, yo, ey, krass. Und er macht jetzt extra noch so einen verwaschenen Look drauf, ne? Jetzt kriegt das Ganze eher wieder so ein bisschen Metallfeeling. Ich sag ja, der ist gottlos, der Typ. Was in seiner Birne abgehen muss, keine Ahnung. Aber der ist einfach nur, also kreativ des Jahres. Das ist wirklich heftig. Auch von der Innenseite, ne? Sieht's heftig aus. Jetzt hat er wahrscheinlich noch so schwarzes Papier daran gemacht. Was ist mit dem Schwanz? Da schneidet er jetzt noch ein Stück ab. Hat er sich da ein bisschen verzettelt oder was war das? Auf jeden Fall kommt jetzt noch Kleber da dran und er fäst sozusagen den Schwanz dann noch so ein bisschen mit ein. Wahrscheinlich war auf der Unterseite auch noch ein bisschen Kleber. Hier macht er mit Hand, er hat eigentlich so einen Bohrer, aber dreht hier mit der Hand ein. Da kann er easy durch das Papier durch. Wofür ist diese Schnur? Ah! Ach, stimmt. Das sind diese Teile, die so aussehen, als wäre der noch irgendwo angeschlossen. Ne? Richtig gut gemacht. Die wird jetzt, glaube ich, noch mit gut Material ausformen. Also erstmal macht er die natürlich an. Und dann kommt er gleich irgendwie so, dass das aussieht wie so ein Schlauch. Ne? Das sind jetzt ja erstmal so ein paar Kabel. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Wäre blöd. Auf jeden Fall kommt noch das Hazard-Symbol drauf. Das finde ich gut. Und hier steht sogar noch Pull. Auch nicht schlecht. Also, ja, der Typ, Mann. Guck dir das an. Sein Auge fürs Detail ist wirklich sehr, sehr nice. Das packt er jetzt in so eine Szene rein und baut das normalerweise in so einen Kasten, dass es staubgeschützt ist und so. Da macht er sich gleich ran und vielleicht packt er sogar noch irgendwie, also macht er die Schläuche sogar noch ein bisschen besser. Das hier wird jetzt die Szene. Hat er gut abgeklebt, junger Künstler, ey. Echt jetzt. So, dann kommt da unten noch so ein kleiner Dings ran, so eine kleine Banderole. Der Exit ist auf der linken Seite, okay. Und jetzt wird die Tür da, glaube ich, einfach so mit reingestellt. Perfekt, sieht gut aus. Jetzt muss er die Decke noch machen und macht eigentlich noch ein Glas. Aber was macht er jetzt mit diesen Teilen? Mit diesen Dingern macht er sozusagen, dass das Ding aufgebrochen wurde. Also er schafft sozusagen so eine Echtzeit. Was? Wie heftig das aussieht. Freunde, Freunde, Freunde. Das ist ganz schön wild. Da hat er natürlich noch LEDs stecken. Die verkabelt er hier. Der ist auch sehr begabt, was das angeht. Also was kann er eigentlich nicht? Anscheinend kann er ein ganzes Haus bauen, wenn er Bock drauf hat. Und jetzt die LED-Einfassung. Dann noch ein Stückchen hier. Und auf der anderen Seite, glaube ich, macht er auch noch. Und dann kommt eigentlich eine Glasplatte davor. Genau. So. Glasplatte auf der Seite, Glasplatte auf der Seite. Die passt auch so perfekt rein. Junge. Okay, das war seine Zeichnung. Jetzt dreht er das ganze Ding. Und dann sieht man, was er daraus gemacht hat. Sehr geil. Ey, Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist genial. Hat er richtig krass hingekriegt. Zu wild. Freunde, das war's auf jeden Fall auch mit einem Video auf diesem Kanal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Check Jack, Jack Creator gerne aus. Lasst ein Like für mein Video da, bevor ihr abfatzt und ein dickes Küsschen. Denno, out.